Was ihr euch erhofft habt, werdet ihr nie so erreichen, denn ihr braucht sogar für einen Stift eine Bedienungsanleitung. Wenn ihr euch zwischenliniert und kariert entschieden habt, merkst du auf einmal, du bist gar nicht mehr hier, du Spaß. Erstmal ein paar Worte an den Turnierveranstalter. Schließlich muss ich zeigen, ich bin ein routinierter Punchliner. Simple Punches gegen dich hätte ich einfach so gedroppt. Früher, jetzt hätte ich Bock auf Feature mit der Gemeinschaft deutscher Lokführer. Früher meintest du, dass jeder der Hurensohn sagt behindert wär. Jetzt selbst so oft, als wenn du von Hurensohn der Erfinder wärst. Glaube nicht, dass du das Wort skrupellos kennst, denn du bist ein Hurensohn, der sich Hurensohn selbst Hurensohn nennt. Dieses Ding gewinnt ist für mich ganz leicht, so wie Däumchen drehen. Du sagst zu Kindern, sie sollten anfangen, weißes Zeug zu nehmen. Da bin ich doch drauf und dran, mir einfach meinen Joint zu nehmen, um dir die Augen aufzubrennen. Und das sind Langzeitfolgeschäden. Und ich bin mir sicher, hat der Sieger schon einen festen Stand? Ist es denn noch relevant, ob man hier auch battlen kann? Johnnys Texte drängen Neo in die Ecke, Mann. Doch er verlor das Battle, denn er kam an Ente ran. Schreib besser Gebete auf den Zettel, denn ich zerlege, wenn ich battle. Da verliert sogar Julian sein Joker das Grinsen aus der Fresse. Und sollte ich es mit dieser Quali nun jetzt noch schaffen, bin ich nur noch eine Figur auf den Julians Block Schachfeld. Aber die meisten Teilnehmer verschmerzen wohl nicht viel. Bleibt mir nichts übrig, außer den Biss auf eurer Beerdigung zu spielen. Yeah. Ihr unterschätzt mich doch gerade von mir. Schon belästigt, dass sie das nicht verstehen. Ist sogar für vier unverständlich. Ich hab noch keinen Namen, doch werde meine Gegner kalt machen. Ich benötige kein Herz. Selina kann gern meins haben. Dieses Jahr hau ich jedes Affenkind mit Punches raus. Denn es hat sich dort über die Jahre hin was angestaut. Ich frage mich, wieso will man so eine Entenfratze haben? An deiner Stelle würde ich eine Menschenmaske tragen. Jede Runde überzeugt, doch gegen Gio verliert er kläglich. Er hat dich gefickt. Was? Macht dich das jetzt minderjährig? Perfekt, schöne neue Zähne, hochlebe der Zahnersatz. Trotzdem sieht man den nicht grinsen, weil er nichts zu lachen hat. Das wundert mich echt ziemlich, du bist ja immer noch zu sehen. Digga, dieses Jahr gibt es doch gar kein Mini-JBB. Ab jetzt werden Rapper mit einer Runde vergewaltigt, wenn ich schon dabei bin, hier sämtliche Schwuchteln anzugreifen. Das steht am Straßenrand, um Burschen abzugreifen. Darauf nimmt er sich ein Bier, denn der Junge war erst 13. Gio ist unbissbar, weil man gegen ihn kaum noch Punches hätte. Dabei arbeitet er schon fleißig an neuer Angriffsfläche. 3 Jahre gedauert und dann kam auch schon Zeittag. Dein Album wurde öfter verschoben als du damals bei Weibern. Wer will mich aufhalten? Ziel fokussiert. Text aufschreiben, aufnehmen, austeilen, ausschalten. Ich teilnehmen hat sich mit mir schon jeder verscherzt, denn mein Rap knallt in die Fresse wie mein Kollege. Yeah. Wer will mich aufhalten? Ziel fokussiert. Text aufschreiben, aufnehmen, austeilen, ausschalten. Das niemals gewinnen. Eure Karrieren dahin. Seid auf Verlieren gestimmt. Mögen die Spiele beginnen.